Leo Babauta. Weniger bringt mehr. Die Kunst, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Um effektiv zu arbeiten, ist es von entscheidender Bedeutung, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. In der heutigen Welt sind wir mit einem überwältigenden Maß an Aufgaben, Informationen und Anforderungen konfrontiert. Unsere Tage sind oft von einer Flut an E-Mails, Anrufen und Verpflichtungen geprägt, die uns dazu drängen, unzählige Dinge zu tun. Es ist leicht, sich in diesem Strudel zu verlieren und den Unterschied zwischen dem Wichtigen und dem Unwichtigen zu verwischen. Produktivitätstechniken versprechen uns, alles auf unserer To-Do-Liste zu erledigen, aber die Wahrheit ist, dass viel Tun nicht gleichbedeutend ist mit viel Erreichen. Oftmals verbringen wir unsere Zeit mit Aufgaben, die letztendlich wenig Bedeutung haben. Um wahre Effektivität zu erzielen, ist es notwendig, klare Grenzen zu setzen und den Fokus auf das Wesentliche zu lenken. Indem wir uns auf das Wesentliche beschränken, können wir mit minimalem Aufwand maximale Ergebnisse erzielen. Die Kunst der Beschränkung besteht darin, unsere Energie gezielt auf die Dinge zu lenken, die für uns von größter Bedeutung sind. Anstatt uns in endlosen Aufgaben zu verlieren, ermöglicht uns die bewusste Beschränkung, die wirklich wichtigen Dinge zuverlässig und effizient zu erledigen. Wenn wir uns auf die Schlüsselprojekte konzentrieren, anstatt 20 Dinge gleichzeitig anzugehen, können wir diese rasch und erfolgreich abschließen. Die bewusste Beschränkung zwingt uns, an den Aufgaben zu arbeiten, die uns wirklich voranbringen. Mit anderen Worten, wenn Sie wirklich effektiv arbeiten möchten, dann ist es unerlässlich, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Kernaussage 1. Um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ist es unerlässlich, seine Prioritäten zu identifizieren. Wer sich auf das Wesentliche fokussieren möchte, muss zunächst ergründen, was für ihn wirklich von Bedeutung ist. Sobald wir klar wissen, was für uns essentiell ist, können wir beginnen, all das Unwesentliche aus unserem Leben zu entfernen. Wie erkennen wir, was wirklich wesentlich ist? Indem wir diese Dinge danach beurteilen, wie sie unser Leben beeinflussen und ob sie mit unseren langfristigen Zielen in Einklang stehen. Hierbei hilft es, sich stets die richtigen Fragen zu stellen. Was sind meine grundlegenden Werte und Ziele? Was bedeutet mir viel? Was liebe ich? Welche Elemente haben den größten Einfluss auf mein Leben? Welche Aspekte haben langfristig die größte Bedeutung? Welche Bedürfnisse sind wirklich fundamental und welche sind lediglich Wünsche? Um Klarheit in diesen Angelegenheiten zu erlangen, ist es notwendig, sich regelmäßig die Zeit zu nehmen, einen Schritt zurückzutreten und sein Leben von außen zu betrachten. Dieser Ansatz gilt für sämtliche Lebensbereiche. Welche sind meine entscheidenden Ziele? Welche meiner Verpflichtungen sind tatsächlich von essentieller Bedeutung? Welche Projekte sind mit meinen langfristigen Zielen vereinbar? Wie viel E-Mail-Kommunikation benötige ich wirklich in meinem Leben? Welche meiner Besitztümer sind wirklich notwendig? Wer seine Prioritäten kennt, kann seine Aufgaben, Projekte und sonstigen Verpflichtungen danach bewerten, wie relevant sie tatsächlich sind. Die Investition von Zeit, um diese wichtigen Fragen zu klären, zahlt sich in vielfacher Hinsicht aus. Folglich, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, muss man zuerst seine Prioritäten klar definieren. Kernaussage 2. Es ist entscheidend, Prioritäten nicht nur zu setzen, sondern sie auch aktiv zu leben. Treffe Entscheidungen und kommuniziere sie deutlich. Leben ohne Einschränkungen gleicht einem Einkaufen ohne Budget. Nur indem wir uns selbst Grenzen setzen, zwingen wir uns dazu, uns auf die essentiellen Dinge zu konzentrieren. Durch diese scheinbare Einschränkung lenken wir unsere Energie auf das, was wirklich wichtig ist. Wir hören auf, Zeit und Energie für Dinge zu verschwenden, die es nicht verdienen. Das Konzept besteht nicht darin, uns selbst einzuschränken, sondern vielmehr darin, Raum für das Wichtige zu schaffen, indem wir uns von Unwichtigem befreien. Zum Beispiel schaffen wir durch das Abgeben unwichtiger Projekte Zeit, die wir mit den Menschen verbringen können, die uns am Herzen liegen. Wenn jemand seine Familie als Priorität betrachtet, sollte er nicht seine Freizeit opfern, um entfernten Bekannten Gefälligkeiten zu erweisen, anstatt Zeit mit seinen Kindern zu verbringen.
Das bedeutet auch, dass wir anderen deutlich machen müssen, dass unsere Zeit begrenzt ist und wir klare Prioritäten haben. Auf diese Weise lernen die Menschen in unserer Umgebung, unsere Zeit und Energie zu schätzen und hören auf, uns mit Unwichtigem zu belasten. Das Lernen, Nein zu sagen, sorgt oft weniger für Verärgerung bei anderen, als man denkt. Im Gegenteil, es kann Respekt in unserem Umfeld verdienen. Die Menschen um uns herum verstehen, dass wir nicht jeder Bitte nachkommen können und dass sie uns nicht wegen jeder Kleinigkeit von unseren wichtigen Aufgaben abhalten sollten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Prioritäten zu setzen, Nein zu sagen und anderen klar unsere Grenzen zu vermitteln. Prioritäten müssen gelebt werden. Triff Entscheidungen und kommuniziere sie auch. Kernaussage 3: Wenn du dein Leben wirklich verändern möchtest, dann ist es entscheidend, deine Gewohnheiten zu ändern. Langfristige Veränderungen geschehen am besten, wenn wir uns auf den Aufbau einer neuen Gewohnheit zur gleichen Zeit konzentrieren. Wenn es uns gelingt, eine neue Gewohnheit einen Monat lang konsequent auszuüben, wird sie zu einem integralen Bestandteil unseres Lebens. Um sicherzustellen, dass unsere Motivation nicht nachlässt, sollten wir unsere Absicht öffentlich machen. Idealerweise schließen wir uns anderen an, die ebenfalls an ihren Gewohnheiten arbeiten und unterstützen einander. Die Gruppe oder die Öffentlichkeit, der wir Rechenschaft ablegen müssen, macht es schwieriger, nachzulassen oder vorzeitig aufzugeben. Täglich Bericht zu erstatten, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir an der Entwicklung unserer neuen Gewohnheit arbeiten. Es ist wichtig, messbare Ziele zu setzen, aber diese sollten so realistisch sein, dass wir sie auf jeden Fall erreichen können. Auf diese Weise vermeiden wir Demotivation aufgrund von Rückschlägen. Gewohnheiten, die für viele Menschen eine positive Lebensveränderung bewirken können, umfassen zum Beispiel die E-Mails nur noch 2-mal am Tag zu lesen, die 3 wichtigsten Aufgaben des Tages jeden Morgen zu erledigen, täglich 5 bis 10 Minuten Sport zu treiben, täglich Obst zu essen. Die Essenz lautet: Wenn du dein Leben verändern möchtest, dann ändere deine Gewohnheiten. Kernaussage 4: Um dauerhafte Veränderungen in deinem Leben zu bewirken, ist es entscheidend, dir deine Gewohnheiten langsam, aber dafür sicher anzueignen. Häufig versuchen wir, alles auf einmal zu ändern, scheitern und geben frustriert auf. Dies führt oft dazu, dass unsere Pläne für langanhaltende Veränderungen scheitern. Es muss jedoch nicht so sein. Gewohnheiten entwickeln sich durch Konstanz. Und Konstanz erreichen wir am besten, wenn wir klein beginnen und uns schrittweise vorarbeiten. Die Erfolgschancen, eine neue Gewohnheit zu etablieren, steigen, wenn wir mit kleinen Schritten beginnen. Große Veränderungen führen oft zu Fehlschlägen und Misserfolge können demotivieren und unsere Pläne zunichte machen. Veränderungen sind besonders erfolgreich, wenn wir konsequent an einer neuen Gewohnheit arbeiten. Um sicherzustellen, dass uns die Motivation nicht verlässt, sollten wir in sehr kleinen Schritten vorgehen. Zum Beispiel, wenn du die Gewohnheit entwickeln möchtest, täglich Sport zu treiben, spricht nichts dagegen, mit nur 5 Minuten täglich zu beginnen. Das ist so wenig, dass du es auf jeden Fall schaffen kannst und du kannst dich allmählich steigern, wobei du kleine Erfolgserlebnisse sammelst. Der Schlüssel zur Veränderung sind Gewohnheiten. Und diese entwickeln sich nur durch Konstanz. Daher, erarbeite dir deine Gewohnheiten langsam, aber dafür sicher. Kernaussage 5: Um deine Ziele effektiv zu erreichen, ist es wichtig, deine Erfolge in Etappen zu gliedern und in Zielen, Unterzielen, Projekten und Aufgaben zu denken. Es ist leicht, sich Ziele zu setzen, aber weitaus schwieriger, sie tatsächlich zu erreichen. Dies erfordert Energie, Fokus und Motivation, Ressourcen, über die wir nur begrenzt verfügen. Daher ist die wahrscheinlichste Art, ein Ziel zu erreichen, wenn wir unsere volle Aufmerksamkeit auf genau dieses eine Ziel richten.
Wenn wir ein Ziel wählen, das in einem überschaubaren Zeitrahmen von beispielsweise 6 bis 12 Monaten erreicht werden kann, macht es Sinn, unsere gesamte Energie während dieser Zeit auf dieses Ziel zu konzentrieren. Um kontinuierlich Fortschritte zu erzielen, können wir das übergeordnete Ziel in kleinere Unterziele unterteilen, die in kürzeren Zeiträumen, wie etwa einer Woche, erreichbar sind. Wenn wir jede Woche ein Unterziel erreichen, kommen wir Schritt für Schritt näher an unser Hauptziel heran. Für die eigentliche Umsetzungsarbeit definieren wir Projekte. Jedes Projekt sollte einen klaren Endzustand definieren, der bis zum Abschluss des Projekts erreicht werden soll. Um diesen Zustand zu erreichen, erstellen wir eine Liste konkreter Aufgaben, die jeweils in möglichst kurzer Zeit, beispielsweise 30 Minuten, erledigt werden können. Um sicherzustellen, dass wir alle Projekte erfolgreich abschließen, sollten wir nie zu viele gleichzeitig in Angriff nehmen. Stattdessen wählen wir 3 Projekte aus und beginnen erst ein neues Projekt, wenn diese 3 abgeschlossen sind. Je stärker diese Projekte mit unserem übergeordneten Ziel in Zusammenhang stehen, desto besser. Daher, staffele deine Erfolge. Denke in Zielen, Unterzielen, Projekten und Aufgaben. Kernaussage 6. Sei fokussiert, lebe im Jetzt und konzentriere dich voll auf jede Aufgabe. Unser Fokus ist unser wichtigstes Werkzeug. Bei all unseren Aufgaben sollten wir stets den Fokus auf die wichtigen und wesentlichen Aspekte legen. Der effektivste Start in den Tag besteht darin, mit der allerwichtigsten Aufgabe zu beginnen, gefolgt von der zweitwichtigsten und so weiter. Während wir an einer Aufgabe arbeiten, ist es entscheidend, uns vollständig darauf zu konzentrieren. Multitasking und ständige Unterbrechungen führen zu Ineffizienz. Wenn wir versucht sind, uns ablenken zu lassen, sollten wir kurz innehalten, tief durchatmen und uns dann erneut voll und ganz der aktuellen Aufgabe widmen. Für unerwartete Einfälle und andere Unterbrechungen, die uns von unserer Arbeit abhalten könnten, ist es hilfreich, immer ein Notizbuch oder einen Zettel griffbereit zu haben, um diese Gedanken schriftlich festzuhalten und anschließend wieder unsere volle Aufmerksamkeit auf die eigentliche Aufgabe zu lenken. Um uns optimal auf jede Aufgabe zu konzentrieren, ist es wichtig, im Hier und Jetzt zu leben und den Fokus auf die Gegenwart zu richten, anstatt ständig über die Vergangenheit oder die Zukunft nachzudenken. Dies verleiht uns Glück und ermöglicht es uns, in unserer Arbeit aufzugehen. Die Praxis des Fokus auf das Jetzt sollte in unseren Alltag integriert werden. Wenn wir essen, sollten wir essen und nichts anderes. Wenn wir Sport treiben, sollten wir uns ausschließlich auf das Sporttreiben konzentrieren. Wir sollten uns vollständig in die aktuelle Tätigkeit vertiefen. Diese Form der Konzentration ähnelt einer Meditation und hilft uns, im Moment zu leben und Freude daran zu haben. Sei fokussiert, lebe im Jetzt und konzentriere dich voll auf jede Aufgabe. Kernaussage 7. Beginne jeden Tag mit deinen wichtigsten Aufgaben. Letztendlich erledigen wir keine Projekte, sondern wir bearbeiten Aufgaben. Um dies effektiv zu tun, sollten wir uns stets voll und ganz auf eine Aufgabe konzentrieren, da Multitasking nicht funktioniert. Um Prokrastination und Multitasking zu vermeiden, sollten wir unsere Aufgaben so klein gestalten, dass wir sie in kurzer Zeit abschließen können, beispielsweise in einer halben Stunde. Große Aufgaben werden oft aufgeschoben, da die Hürde zu groß erscheint, um damit zu beginnen. Je kleiner die Aufgabe, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir sie angehen und abschließen. Besonders effektiv ist es, sich für jeden Tag die 3 wichtigsten Aufgaben, MITs, Most Important Tasks, zu definieren, die morgens als erstes erledigt werden, bevor wir uns anderen Aktivitäten zuwenden. Indem wir zuerst unsere 3 wichtigsten Aufgaben des Tages erledigen, stellen wir sicher, dass wir jeden Tag einen Schritt weiterkommen, unabhängig von den Ereignissen im Rest des Tages. Die MITs sollten idealerweise mit unseren Zielen in Verbindung stehen und uns ihnen näher bringen. Es ist ratsam, die MITs jeweils am Vortag festzulegen, damit wir morgens direkt damit beginnen können. Also, beginne jeden Tag mit deinen wichtigsten Aufgaben. Kernaussage 8.
Minimiere deine Zeit mit E-Mails, um effizient zu bleiben. Viele von uns verbringen einen erheblichen Teil ihrer Zeit mit dem Lesen und Schreiben von E-Mails. Häufig steht dies jedoch nicht im Einklang mit unseren Zielen und ist nicht einmal relevant für sie. Daher sollten wir versuchen, die Zeit, die wir mit E-Mails verbringen, zu minimieren. Dazu gehören Maßnahmen wie das Reduzieren der Anzahl von E-Mail-Postfächern, beispielsweise durch die Bündelung aller E-Mail-Adressen in einem E-Mail-Programm. E-Mails sollten zügig bearbeitet werden und das Eingangsfach sollte immer leer sein, wenn wir es öffnen. Weitere Strategien, die dazu beitragen können, unsere E-Mail-Zeit zu begrenzen, sind das Setzen bewusster Grenzen, beispielsweise durch das Festlegen von festen Zeiten, zu denen E-Mails gelesen werden. Das Lesen von E-Mails zu Zeiten, die nicht produktiver Arbeitszeit entsprechen, wie vor der Mittagspause oder am Feierabend. Das Deaktivieren aller Benachrichtigungen und das Lesen von E-Mails nur dann, wenn wir es selbst möchten und nicht aufgrund von E-Mail-Benachrichtigungen. Die Reduzierung des E-Mail-Eingangs, beispielsweise durch das sofortige Löschen von unwichtigen Inhalten wie weitergeleiteten Bildern oder Spaß-E-Mails. Das Einrichten von Filtern, um bestimmte Absender automatisch zu sortieren. Das Einrichten eines Sammelordners, in den unwichtige E-Mails verschoben werden, um sie beispielsweise gebündelt am Ende der Woche abzuarbeiten. Besonders wichtig ist es, den Posteingang nicht als To-Do-Liste zu verwenden. Wenn wir eine E-Mail lesen, sollten wir sie aus dem Posteingang entfernen. Steht in der E-Mail eine Aufgabe, sollten wir diese entweder sofort erledigen oder in unsere To-Do-Liste aufnehmen. Ebenso wichtig ist es, sich selbst zu disziplinieren, um kurze E-Mails zu verfassen. Oftmals reichen 3 Sätze aus, um die E-Mail-Zeit erheblich zu reduzieren. Daher, minimiere deine Zeit mit E-Mails, um effizient zu bleiben. Zusammenfassung zum Buch von Leo Babauta: Weniger bringt mehr. Die Kunst, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Die übergeordnete Botschaft des Buches ist, dass weniger mehr sein kann. Indem wir bewusst den Fokus auf das Wesentliche legen, können wir unsere Ziele mit weniger Aufwand erreichen und uns Freiräume schaffen, um ein erfülltes Leben zu führen. Das Buch bietet verschiedene Ansätze und Prinzipien, um die Effizienz und Produktivität zu steigern. Darunter Prinzip 1. Beschränkung auf das Wesentliche. Konzentriere dich auf die wichtigsten Aufgaben und Ziele, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Prinzip 2. Der Aufbau von Gewohnheiten. Durch schrittweise Veränderungen und die Entwicklung neuer Gewohnheiten können langfristige Verhaltensänderungen erreicht werden. Prinzip 3. Planung und Fokus. Setze klare Ziele, unterteile sie in Etappen und richte deine Aufmerksamkeit auf die Gegenwart, um höhere Produktivität zu erzielen. Prinzip 4. Prioritäten setzen und kommunizieren. Kenne deine Prioritäten und lerne, klare Entscheidungen zu treffen und diese zu kommunizieren. Prinzip 5. Beginne den Tag mit den wichtigsten Aufgaben. Priorisiere deine Aufgaben und starte den Tag mit den 3 wichtigsten Aufgaben, um täglich Fortschritte zu erzielen. Prinzip 6. Effizienz im Umgang mit E-Mails. Minimiere die Zeit, die du mit E-Mails verbringst, indem du bewusste Strategien anwendest, um deine Kommunikation zu optimieren. Die Kombination dieser Prinzipien kann dazu beitragen, mehr zu erreichen und gleichzeitig ein ausgewogeneres und erfüllteres Leben zu führen. Weniger ist tatsächlich oft mehr, wenn es darum geht, unsere Ziele zu erreichen und die Lebensqualität zu verbessern. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten.
Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!